Es mag unglaublich klingen, aber Team Rocket kehrt zurück und es gibt weitere Details zu Ultrasonne und Ultramond. Bereits im Verlaufe der letzten Woche sind einige Bilder hierzu aufgetaucht auf einer Downloadkarte, wo man ganz deutlich Team Rocket Mitglieder erkennen kann. Ferner steht dort auch noch ein Gebäude, welches darauf hindeutet, dass Team Rocket sogar eine Art Zentrale in Alola haben wird. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich nicht wirklich, dass Team Rocket nicht zerschlagen worden ist. Die Begründung ist ganz einfach, denn Gold hat zwar Team Rocket aus dem Radioturm und aus Toyoto vertrieben, dennoch tauchen immer wieder Team Rocket-Mitglieder oder Bemerkungen auf, dass Team Rocket nicht wirklich zerschlagen ist. Ob eine Zerschlagung von Team Rocket in Alola gelingen wird, ist durchaus fragwürdig, denn mittlerweile gehört das Team so zum Franchise wie Pikachu. Und dementsprechend wird es sehr spannend, was es mit Team Rocket im Storyverlauf auf sich hat und wie es enden wird mit Team Rocket. Oder eben auch nicht. Kommen wir wieder zu aktuelleren News, denn es gibt zahlreiche neue Screenshots, die auf der japanischen Pokémon-Seite veröffentlicht worden sind. Im Pokémon Center gibt es ja diese eine Bar, wo man sich einige Getränke kaufen kann. Dort werden jetzt auch wohl neue Getränke zum Angebot stehen. Was die für eine Funktion oder Anwendung haben werden, tja, das kann ich euch nicht sagen. Auch gibt es zwei neue Screenshots zu Orten in Alola. Der erste Screenshot ist nicht wirklich so spektakulär, er zeigt lediglich auf den ersten Routen einen Ausblick. Der zweite Screenshot ist aber durchaus interessanter, denn er zeigt drastische Unterschiede an der Strandpromenade von Hauholi City. Hier hat sich grafisch einiges verändert, unter anderem stehen jetzt an der Strandpromenade auch Fackeln und die Häuser sind mehr mit Blumen dekoriert. Scheint wohl so, als hätte sich gerade in den Städten von Alola einiges geändert. Auch im Einkaufszentrum von Hauholi City hat sich durchaus ein wenig etwas verändert. Dort wird nämlich eine Art Costurso-Show gezeigt. Dies kann eventuell ein Indiz darauf sein, dass das Einkaufszentrum wesentlich früher betretbar sein wird als vor Abschluss der Pokémon-Liga. Viele werden sagen leider, leider, ich leider auch, denn der Festival Plaza wurde offiziell jetzt bestätigt. Denn auf diesem Screen hier ist der Festival Plaza eindeutig zu erkennen, auch wenn ich glaube, dass er einige Neuerungen bieten wird. Inwieweit die technischen Probleme auf dem Festival Plaza behoben worden sind, lassen sich den Screenshots leider nicht entnehmen. Auch gibt es eine Szenerie, wo man Team Skull mit einem Alola Vulpix sehen kann. Es ist davon auszugehen, dass Team Skull dieses Alola Vulpix an sich reißen will oder stehlen will und vom Protagonisten aufgehalten wird. Ich sage auch dazu, dass es noch weitere Screenshots hier an der Stelle gegeben hat, ich aber keine signifikanten Unterschiede zu Sonne und Mond feststellen konnte, wieso ich sie außen vor gelassen habe. Okay, Frage an euch. Ist denn jetzt Ultrasonne und Ultramond ein Kaufgrund für euch geworden, weil Team Rocket sich im Spiel befindet? Das würde mich brennend interessieren, schreibt es in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, liken, hypen nicht vergessen. Vielen Dank für den Support in letzter Zeit, denn der ist wirklich echt enorm. Apropos Supporten. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr das nun kostenlos mittels des Abonnieren-Buttons gerne tun. Doch ich verabschiede mich wie immer hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.